Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Multiplayer-Special in Forza Horizon 3 und es steht das nächste Klassenduell an und diesmal treten die Sportwagen des Spiels gegeneinander an und wir haben eine bunte Truppe zusammen, nicht nur von der Fahrzeuglackierung, sondern auch von den Personen, die mit dabei sind. Unter anderem muss ich hier einfach gleich direkt ganz am Anfang die Person ganz rechts außen hier einfach mal vorstellen und zwar den Duki. Hallo, das bin ich, Adolf Hitler, ganz rechts außen. Tag, hallo, moin. Das war's mit Duki. Ja, Entschuldigung, deine Worte, nicht meine. Nein, es tut mir leid, ich bin ja Gast, ich muss mich benehmen, es tut mir leid. Hallo, ich bin Duki. Ja, wer Duki noch nicht kennt, Duki, abgefahren Kanal, eigentlich dafür bekannt, Simulationen zu fahren, aber jetzt hat er gedacht... Bisschen 10% Tourette-Syndrom ist auch noch leider. Ja. Ja, ist auch noch drin, alles klar. Ja, daneben haben wir den Lukas. Jo, hallöchen. Unterwegs im LFA. Der Chucky ist wieder mit dabei mit dem AMG GTS. Dann der Steven mit dem NSX oder mit der NSX. Der, die? Ich weiß gar nicht. Das NSX. Das Auto. Das NSX, okay. Der Gerät. Das Nutella. Derjenige ohne Namen über dem Kopf, das bin dann wohl ich. Im California T, der Pro Game mit der Viper GTS. Dann Viper, ach, das ist verwirrend, und dann der Viper mit dem 570S von McLaren. Kai Lodi mit dem GTR von 2017, also 2017er Modell besser gesagt. Und dann der Arkois mit dem Aston Martin Vantage S hier in einem sehr bösen Schwarz. Warum fährt jetzt noch Viper getönte keine Scheiben, Viper? Dann wäre er richtig evil, Kniebel. Ja, kurz bevor wir anfangen, möchte ich noch mal kurz was loswerden. Und zwar, es gibt ja keine so direkte Definition, was sind Sportwagen und ab wann sind Supersportwagen und wann sind Hypercars und so weiter. Deswegen haben wir uns jetzt einfach mal so pauschal geeinigt, was sind denn die Sportwagen des Spiels. Wir haben die Grenze einfach mal bei 580 PS gesetzt. Ausnahme ist die Viper, weil die Viper würde wahrscheinlich bei den Supersportwagen ein bisschen untergehen. Außerdem gibt es ja noch die ACR mittlerweile im Spiel, die könnte dann entsprechend vielleicht bei den Supersportwagen dabei sein. Das heißt, wenn es in Zukunft mal dann irgendwann das Supersportwagen-Special gibt, dann werden wir natürlich andere Vertreter sehen und eben halt so Herrschaften wie jetzt der 570 oder der GTR, die haben es halt, oder auch der NSX oder das NSX, haben wir gerade gelernt, haben es halt ganz knapp zu den Sportwagen geschafft. Während halt die untere Kette, zum Beispiel hier der F-Type oder der California oder auch der AMG halt bilden. Aber so ist ja immer bei so einem Vergleich. Geschöpfe. Es gibt halt immer welche, die sind ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Das Ganze wird es natürlich irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche, wissen wir noch nicht, mal gucken, dann nochmal auch in der getunten Variante geben, so wie wir es auch bis jetzt gemacht haben bei den Klassenduellen. Aber jetzt erstmal alles natürlich in Serie. Aber was wir geändert haben diesmal, und das war ein schlauer Einfall, wir haben mal ein bisschen mehr für Chancengleichheit gesorgt, denn viele Fahrzeuge benutzen unterschiedliche Reifenmischungen. Und wir haben jetzt die Reifenmischung einfach mal bei allen Fahrzeugen angeglichen. Jedes Fahrzeug besitzt jetzt Sportreifen. Das heißt, das Ganze rückt dann nochmal ein bisschen näher zusammen und dann ist der Vergleich auch nochmal ein bisschen besser. Ja, genau, das soll es erstmal gewesen sein. Dann würde ich sagen, dann machen wir auch gleich die erste Kategorie. Ich roll mal da nach vorne zum Track Race. Ah. Ist fast meine Drohne umgefahren. Ah. Kann man eben sagen. Okay. Wer in California T fährt, kann sich das leisten. Ja, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber zum Preisvergleich kommen wir später noch. Ja. So, Veranstaltung. Und dann machen wir hier Anything Goes. Und ja, achte drauf, das aktuelle Fahrzeug auszuwählen. Nicht, dass sich jemand verdrückt. Und ja, dann heißt es Vollgas geben. Alles klar. Ich bin gespannt, ey. Also ich glaube fast, das NSX gewinnt. Boah, das kann ja nicht das NSX. Nein. Ja. Nicht? Nein. Ich tippe auf die GTR. Okay, das war eine sehr gut argumentierte Meinung. Also gut an die. Ich sag euch alle meinen Zylinder. Ja, aber ich habe einen Ferrari mit auch. Turbo. Das ist, kein das ist Vorteil. Eigentlich auch, ne? Also die NSX macht der die NSX macht der GTR das fertig. NSX, Mann. Das NSX. Das NSX wird von der GTR gemacht. Ich glaube, ich werde verlieren. Aber es sieht schon schick aus, wenn die Autos da so stehen. Ja? Das ist schon ein ziemlich teures Line-Up. Ja, und es sind erst die Sportwagen. Ja, die Supersportwagen kommen noch. Ja. Irgendwann kommen die Hypercars. Die Hypercars werden auch noch kommen, ja. Und ich muss mal eben als kompletter Noob nachfragen. Chucky, welches Level bist du denn bitte? Ja, stimmt dann endlich. Ab 1000 bist du Stern. Alles klar. Oh, ach so. Starker Start, Duki. Mann, ist der Jaguar aber schlecht. Der ist aber ziemlich langsam. Viper, kein Windschatten sehen. V10, komm schon. Machen wir da noch einen Retry von eigentlich?
und Spoiler weg. Eigentlich nicht, aber wir können gerne nochmal machen. Aber wir müssen ja ein authentisches Ergebnis haben. Ja. Ich war auf den schnellen Start jetzt nicht vorbereitet. Ja. Jetzt kommt die Viper. Ja. Ich hab gerade auch verpennt. Nein. Das gibt's nicht, Kai, gleich. Boah. Aber ich bin vorne. Alter, was? Gleich. Heftig. Das ist heftig. Wir machen hier eh nochmal neu, weil ja, dann zählt das sowieso nicht. Pech gehabt. Dass der Start so super schnell läuft. Aber ja, nee, Entschuldigung. Bevor wir zum Neustart gehen, würde ich sagen, machen wir nochmal ganz kurz den Flugtest. Den kennt nämlich der Duki auch noch nicht und da wird ihm, glaube ich, auch ganz viel Spaß jetzt gleich bereiten. Ich rieche eine Sprungschanze, kann das sein? Der ultimative Flugtest. Ja, am besten ist es, wenn wir jetzt hier gleich fertig sind, wenn ich noch einen Stufenaufstieg bekomme. Juhu! Auch. Einfach der Masse nachfahren. Oh, ich kann Mini Cooper Horizon Dings gewinnen. Gewinne ich eh nicht, deswegen ist. Hoffe ich mal, dass du den nicht gewinnst. Ich habe einen Ford GT gewonnen. Ich habe 8000 Credits gewonnen. Ich hätte gerade einen V12 Vantage gewinnen können. Was? Hast du meine Fahrzeugbibliothek hier nicht, Lukas? So, alles klar. Aber ich war doch eindeutig vor dir, oder? Dann, warst du nicht, einfach der Masse hinterher fahren, ist, glaube ich. Ja, ich folge. Okay, du warst locker noch eine halbe Wagenlänge neben mir. Ne, bei mir war ich eine halbe Wagenlänge vor dir. Nope. Bei mir warst du deutlich hinter mir. Ich bin noch nicht in den sechsten gegangen, weil ich extra die Drehzahl behalten wollte. Ach krass, ich hab 7 Gänge. Ich war noch im fünften im Drehzahlbegrenzer. Ich wollte nicht hochgehen, damit ich nicht Leistungsabfall hab. Marvin leckt hier ein bisschen durch die Gegend. Ja, ich muss gerade was einstellen. Ich wollte gerade sagen, hier lecken trotzdem andere. Oh. Ach du Scheiße. Alter. Moin. Hi. Oh Gott, da kommt ja jemand. Alter, wer. Der California Tee fliegt schon ganz gut, ne? Ja. Richtiges Flugexpertenmobil hier. Schwindschnittig. Wer ist denn da unten links? Schwindschnittig. Ja, das bist wahrscheinlich du. Nee. Da unten links auf der Karte ist was. Ja, da ist echt was. Ein geheimer Spieler. Der auch getimt ist. Moment, 007 geht auf Jagd. 007 geht auf Jagd. Wo ist Lodi? Es war Kai. Lodi. Da noch da? Aber er ist ja nur ein GTR. Ist ja raus. Das fängt ja wieder super an. Also ich glaube, es gibt schon wieder den ersten Cut der Folge, oder? Das ist ja echt geil. Ich hab nie so viel wie bei dem Horizon Special. Das stimmt. Also, erster Cut, wir sind gleich wieder zurück. Tschüss. Tschüss. Achtung, es geht jetzt gleich los. Jo, ich bin schon, ich drücke schon. Denk dran, linkes Pedal, beziehungsweise linker Trigger, ne? Links Pedal, die Kupplung. Ich nehme den anderen. Okay, steigt voll auf die Kupplung. Ja, und da sind wir zurück. Wir haben Ersatz gefunden für den Kai, den Neo. Grüß dich. Hallöchen. Ich hatte zufällig auch gerade einen 2017er Nissan GTR in der Garage stehen. Und dann guck mal, der Jaguar, guck mal. Alter. Ich fühle mich jetzt echt gemobbt, jetzt werde ich auch noch letzter. Der zieht oben rum, der klappt noch den Flügel ein, jetzt geht's richtig ab. Ich bekomme den NSX noch. Der GTS ist noch hinter dir. Oh nee, Aston, wo kommst du denn her? Hau ab! Warum denn nur? Nein! Alter, komm schon. Ja, Alter. Weißt du, wenn das nicht so abkackt, hätte ich nicht gedacht. Eine Tausendstel. Wo kommt denn der, wo ist denn der Vantage hergekommen, Alter? Das gibt's doch nicht. 29230, hier. Und hier erleben sie pure Emotionen. Ja, Lukas, wir zwei haben's irgendwie, oder? Das ist ja ein Ding. Ja, wir haben's irgendwie. Das hat seit vor 23, seitdem wir Multiplayer-Special machen, habe ich mich nur mit dir in den Haaren. Oh, Stufenaufstieg. Ah ja, bevor die Frage aufkommt, warum hat denn Lukas eigentlich wieder so ein scheiß Auto? Es wurde alles ausgelost, ja. Dann ist der LFA geil. Der LFA ist auch geil. In dem Fall ist es eigentlich gar nicht so scheiße. Aber vielleicht, weil, wenn die Frage aufkommt, warum hat der Ray so ein scheiß Auto? Ja. Aber der ist auch geil. Oder warum hat Walter... Ja, der California Tee ist schon geil, so. Aber halt gegen manch andere hier hat er halt keine Schnitte. War das jetzt nochmal Flugschule, ne? Ja. Lieber! Ich war gerade noch beim Wheelspin. Wir können nochmal Flugschule machen oder wir machen Bremstesti. Flugschule. Wir machen Flugschule, du machst Bremsding. Wer ist denn ganz vorne? Gleichzeitig. Ich. Andi. Ja. Alter, der scheiß GTR geht ja ganz schön. Ich bin ein bisschen vorher losgefahren. Nein! Scheiße, ey. Ich glaube, ich habe den fünften Gang viel zu früh weggeschaltet, ey. Oh Gott! Alter. Das sieht geil aus von ganz weit hinten. Sag doch, ich komme! Ich fang dich. Effektiv. Gut. Home Run auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Bremstest.
Sportwagen kurz, kurz zur Erklärung, wie das Ganze ablaufen wird. Ich werde den Track Race starten. Wir fahren auf den ADAC TÜV-Prüfstand. Oh, genau, richtig. Oh, upsala, das war auch nicht so geil. Also ich werde den Track Race starten. Keiner bewegt sich am Start. Und dann verlassen wir das Rennen. Dann stehen wir nämlich alle schön sortiert auf der Landebahn. Ah! Ey! Oh, so das ist einfach smart. Also ich habe einfach so viel Power einfach in dem Telefon. Ja, da schiebt man so einen Elefant mal schon okay, mal weg. Mal wieder ein schönes Helferlein deaktivieren. Traktionskontrolle mal wieder. Ja, Traktionskontrolle, genau, weil das ist richtig. So. Also, dann wählen wir mal aus. Aber Bremstest ABS aus, habt ihr gesagt, ne? Sehr gut. Ja. Aber also, nicht voll reinkloppen da natürlich. Also weiß jeder Bescheid, jetzt gleich am Start stehen bleiben. Und das Rennen verlassen. Und dann ganz, ganz wichtig, bitte ganz langsam anfahren, weil wenn ihr Vollgas gebt, dann verzieht es euch die Spur wahrscheinlich. Wobei zu 9 dürfte recht entspannt sein. Bei wie viel kann man? Ja, klar, normalerweise schon, aber trotzdem. Ja. Weil so kann man quasi ohne Lenken nach vorne einfach fahren. Und zur Erklärung an Duki, ganz vorne am Ende der Landebahn befindet sich ein Blitzer. Ja, üblich auf so einer Landebahn, dass da Blitzer sind. Klar. Und beim Blitzer wird gebremst. Die sind bloß doof, die haben den Winkel vom Blitzer nicht richtig eingestellt. Das heißt, die Flugzeuge, die zu schnell fliegen, wären gar nicht aufs Foto, weil die dann schon abgehoben sind. Ja, ist halt Die Blitzer sind auch bestimmt für die Flugzeuge ausgelegt. Ja, natürlich. Weil sie die mit einer Laserpistole nicht mehr anhalten können. Die U-Boote. Wenn die mit der Laserpistole messen würden, dann könnten die in der Luft. Du kannst ja kein Flugzeug rauswinken, das geht ja nicht. Doch, klar. Es muss ein Starrenkasten sein. So. Jetzt Vollgas! Nein. Vollgas. Hey, jetzt. Ja, aber sowas von. Veranstaltung verlassen. Zack. Und dann. Ja, ja, ich verstehe schon. Mit wie viel km/h machen wir das dann jetzt? 385. Nee, 300. Schaffen die alle 300 bis Ende? Ganz schön. Nein, nein, nein. 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 Ich bin gerade 300 geschafft. 250? 250, oder? Ja. Also 250 beim Blitzer, okay. 250. Bin ich nächstes Mal wieder mit Vollkaracho weggefahren? Nö, ich bin gemütlich angefahren, wo er gerollt ist, sonst haben wir mehr gecrashleugnet. Ich hab grad viel zu früh in den 6. geschaltet, ey, sonst hätte mich der Essen niemals gekriegt. Also glaube ich nicht. Mal im 9.250, ne? Ich muss nochmal hochschalten. Ein bisschen lecken, sein Spoiler macht, Duki, du bist auf meine Spur gekommen. Also, ja, Entschuldigung. Ist voll auf meiner Spur. Okay. Volles Fund. Also ich fahr mal ein bisschen rechts rüber, Marvin. Ich bin ein bisschen zu schnell gerade. Langsam. Was ist denn der Blitzer? Ja. Der AMG war gut, war jetzt nicht so geil. Ich habe ein bisschen voll reingeladen. Komm nicht mit der Aussage, dass ich die Spur verlassen habe. Also, ich war neben Andi und bin mit Andi die ganze Zeit geradeaus gefahren. Mi, 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 mi. Kennt ihr schon die Mimimimose? Recht, mal, er ist recht, ne? Er ist voll zweitbester hier und meckert rum. Ja. Ich würde sagen, ja, qualifiziert wegen Meckern. Ist doch ganz einfach, Marvin. Also, ich will. Du mach. Ach, egal, lass mal das so. Ist doch scheißegal jetzt. Ich muss einmal eben fragen, wie hat denn der NSX das gemacht? Unterschreiten beim Bremsen. Ja, ich meine, ich habe ganz klar die längste 11 gezogen, das war mein einziger. Also war mein einziger Antrieb. Sein Bremsstrich fängt auf jeden Fall nach dem Blitzer an, aber. Nee, oh, so, nicht schlecht, Honda. Cura, Honda, egal. Ja, ja, Honda. Er hat doch die Hybridbremse. Ja, das ist echt die Hybrid-Engine. Hybrid-Fallschirm. Engine-Bremse, ja, egal. Also, dann. Wir können das eigentlich auch mal, passt mal auf, das wurde nämlich auch mal vorgeschlagen, und zwar. Kann ja jeder von euch selber eine Route legen. Also ihr bleibt alle stehen und jeder von euch selber kann ja normalerweise eine Route festlegen. Ja. Ja. Und jetzt wählt jeder mal als Route den Blitzer aus. Und dann sieht man ja normalerweise, wie weit das entfernt ist. Ja. So, und dann würde ich doch einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal nicht die Reihenfolge durch, wie es ist. Oder halt, wir gehen einfach mal die Reihenfolge durch da rechts. Also ich sag's einfach mal an. Und dann sagt jeder einfach seinen Abstand. Und dann haben wir sogar genau einen Meter. So. Dann würde ich sagen, Andi. 115. Luki. 140 Flatspot bereifte Meter. Lukas. 128. Leo. Auch 128. Hat. Ich zähle dir gleich. Ich bin wahrscheinlich müh vor Lukas. Ja, schau, du bist ein halbes Auto bei mir vor mir. Echt? Also bei mir ist Lukas. Nein, bei mir steht Neo so ungefähr mit seiner Front bei meiner linken Fahrertür. Ja, genau. Ja, schon stimmt. Ja, ich glaube, was das Problem ist. Das nimmt ja den direkten Weg und nicht den geraden Weg. Und dann kommt das wahrscheinlich auf dieselben Meter an.
Oder die Kommameter wären nicht so. Ja, dann machen wir es so ganz einfach bei so welchen, wo es knapp ist. Dann kriegt halt einfach Neo, wie viel hatte Neo? Oder wie viel hattet ihr? 128. Auch 128. Ja, also dann kriegt Neo halt 100 Meter abgezogen. Ja. 127,5 oder sowas. Ja. 100 Meter abgezogen. So, und Lukas kriegt halt 128 voll. Ja, so. Passt. Dann Pro Game. 99. Even. Ui, 90. Ducky. 104. Viper. Ach, das sind 4 Meter. 123. Okay, und ich habe 119. Alles klar. 5 Meter? Was zum Geier? Ja, das ist halt. Ja, ich frag da auch nicht genauer nach, was das ist. Ja, das ist. Das sind keine 4 Meter, Shaki. Oh, jetzt geht auf Autobahn Topspeed testen. So, genau, jetzt kommt Topspeed, das fahren wir auf die Autobahn. Und Solarzellen. Alles klar. Jetzt mal. Willst du die Rude wegmachen? Nein. Ach, die bremsen ja so aus. Scheiß auf erneuerbare Energien. Kaputt, was den Honda stark macht. So, dann stellen wir uns hier einfach mal auf. Oder wir fahren einfach unkontrolliert alle gleichzeitig los. Ja, wie immer halt, ne? Also, kurz, um was es geht. Es war um Topspeed. Man fährt einfach die Autobahn bis zum Ende, bis zum großen Kreisverkehr und guckt auf die maximale erreichte Topspeed. Also, wenn man irgendwann zwischendrin mal irgendeine Geschwindigkeit erreicht hat, die höchste zählt. Okay. Also, das heißt, doppelte Konzentration gefragt. Auf den Verkehr plus immer auf den Tacho gucken. Da ist zu viel für mich. Ja. Soll ich anfangen? Ja. Ja, komm, ich fang an. Fährt jeder einzeln oder was? Nee, ne? Ja. Ja, ein bisschen halt Abstand, damit du dem anderen nicht reinkackelst. Vor allem diese ganz schnelleren, also wie NSX und GTR und so weiter, können ja sowieso ein bisschen Abstand lassen. Hast du mir keinen guten Topspeed zu? Nee, ich mir auch nicht. Trau dem California sogar echt nur einen guten Topspeed zu. Ist aber so, ab knapp 280 geht der Spoiler runter. Ja, 240 ich hab keinen Spoiler, ja. Kann mir gar nichts runtergehen. Spoiler-Alarm. Oh, ich hole jetzt schon den AMG ein. Und das will was heißen, aber was ist denn immer relativ schnell? Ja. Ist nicht schlecht, Alter. Ja. Ich versuche mal aus deinem Schatten zu bleiben. Du scheiß Reifen hier, das ist das Problem. Ja, der hat einfach standardmäßig scheiß NI, weil er Kackreifen hat. Aber das haben wir ja ausgeglichen durch. Ja, der hat ja nicht mal die Straßenreifen. Ah, fuck, voll ein Auto reingekackt. Der hat Steine. Ah. Das ist ein bisschen bergab, das hilft. Oh, hier ist noch ein Ohr. Irgendwie ich sollte mein Scheiß-Untergang ausmachen, das geht mir da voll auf die Eier. Ja, das hab ich halt vorher schon ausgemacht. Boah, der sechste Gang in der Viper ist so schlimm. Komm nochmal bergab, jawohl. Irgendwie fehlt mir ein Sintergang. Ich hätte gerne einen achten. Alter, der rennt! Ah, nicht schlecht. Akzeptabel. Ist das Ding jetzt kein Monster, wie so bauen? Also für einen normalen Sportwagen? Ich wollte gerade sagen, ey. Für die Kategorie ist das mehr als anständig. Ich hab so viel drauf wie mein Nissan getuned. Alter. Da war ein Fiat im Weg. Hätte er eigentlich noch ein V12 mit? Ein Fiat geflogen. Ein V10. Uppala! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Presse Navi, Mann. Hallo Steven. Hi. Ich will jetzt mal scheiß Navi ausmachen. Halt jetzt die Klappe. Mann, ey. Wow, oh. Wow. Oh. Wo fährt Lukas? Ich bin über den Kreisverkehr geschossen, weil ich bei voller Fahrt kurz das Navi deaktiviert habe. Okay. Gut, dann sammeln wir uns hier irgendwo einfach mal wieder. Beim Abarth. Oh, Entschuldigung. Ups. Boah. Viel Spaß mit dem. Ah, Mini! Er macht erstmal Warnblinker an. So, sind alle da schon? Ja. Ja, schaut so aus. Gut, dann machen wir gar nicht lange, gehen wir aber direkt durch. Andi mit dem Aston Martin. 351. Alter! Ja, gut, V12, ne? Der drückt ein bisschen. So, dann Duki mit dem F-Type. 330. Not bad. Dann der Let's Play Noob mit 323. 323, alles klar. Dann Neo mit dem GTR. 337 mit überm Begrenzer. Okay, dann Pro Game in der Viper. Wo ist sie denn hier? 340.
Not bad. Dann der Steven mit dem Hybrid V6 Biturbo geladenen Fahrzeug. 312. Was? Ich enttäusche das NSX bis jetzt. Ja? So, dann Chucky mit dem AMG. Moin. 322. Okay, dann wo ist ein Viper? Viper, wo bist du? Vor dir. Die Viper. Also neben dem LFA. Ja, ich beispiel mit einer Drohne, deswegen hier. Ja. 332. Okay, und zu guter Letzt der California T mit 327. Boah, war ich bescheuert. Das ist geil. Ja, Top Speed ist halt immer so eine eigene Sache nochmal, ne? Kategorie. Aber das war der Aston 347? Ja, der V12 halt, ne? Der schiebt. Das ist halt Hubraum ohne Ende. Schlecht. Und Zylinder. Der schiebt, der drückt. Hubraum hat die Viper ohne Ende, so. Mhm. Gut, dann würde ich mal sagen, solche Fahrzeuge fahren wir nicht in der Stadt, die fahren wir irgendwo auf dem Gelände aus. Und deswegen würde ich sagen, machen wir mal. Auf dem Gelände? Auf dem Gelände, wir machen ein Geländerennen, ja, ganz klar. Das klingt nach einer tollen Idee. Ja. Die macht Spaß. Schöner Ausflug ins Land. Ins Land innere. Boah, aber. Also, wir machen Rundstreckenrennen. Wir machen. Wollt ihr doppelte Punkte oder wollt ihr Alpha? Einfache Punkte. Doppelt. Und alles klar, noch doppelte Punkte. Und einfach. Doppelte Punkte, das heißt, es zählt zu einem die Endplatzierung. Ja, Marvin, bremsen. Gibt's auch. Gibt's gratis. Gibt's gerade Sonderaktion bei ATU. Eigentlich wollte ich sagen, bremsen kann man. Kostet nichts. Ja. Ja, kostet nichts. Ja. So, ich habe keine Bremsen. Also doppelte Punkte. Das heißt, für alle, die es noch nicht wussten, wie vor allem vielleicht für Duki, es zählt die Endplatzierung als auch die Rundenzeit. Aha. Eigentlich kann ich ja S1 machen, oder? Ist ja jeder ES1-Klasse. So. Renneinstellung, wir machen aktuell, Zeitvorschnitt fliegend, Kollision machen wir aus und unten machen wir 4. So, und dann gleich, wenn es darum geht, das Auto auszuwählen. Wo ist der V12? Ja, komm. Wenn es darum geht, das Auto auszuwählen, das aktuelle auswählen. Alles klar. Ja. Lamborghini. So. So, jetzt vertraue ich natürlich. Also ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe einfach die NSX aus dem JDM genommen. Was? Hast du die gekauft? Ja, Chucky, der linke Hund, der macht beim Special mit und kauft anschließend auch noch die Autos wieder, ne? Von den anderen. Nee, ich habe nur deins gekauft. Die anderen hat irgendein anderer gekauft bei uns aus dem Club. Was? Ja. Der meint zwar innerhalb von 2 Minuten weg. Genau. Ja, meins war innerhalb von 10 Sekunden weg, ne? Ich kann ja nur 90.000 angeben maximal, das hat nix. Das sind alle so habgierig. Das ja, auch ein Nissan. Ich hab die nicht reingestellt, weil den gibt's ja nur einmal, den AX7. Ja, nee, klar. Die einzigartigen machen wir natürlich. So. Wer ist eigentlich mit Controller oder Lenkrad? Ich? Ja. Controller. Das ist eine Tastatur, wäre jetzt eine geile Antwort gewesen. Ja. Mauslenkung. Mauslenkung. Der hat ja ein geiles Handling, meine Fresse, ey. Ja, ich muss sagen, ja, der Jaguar ja, nicht so. Ich mich bis jetzt eigentlich nicht so. Der Jaguar ist halt eine kleine Bitch. Hättest du mal ohne Sportreifen fahren sollen, Alter. Du kriegst ihn nicht gerade gehalten, kannst du vergessen. Boah. Das ist ja eigentlich genau mein Fall. Dass er hier im Spiel ohne Sportreifen angeboten wird, weil. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du den kaufst, dass du da nicht Sportreifen fahren willst. Doch klar, das sind so Reifen so vom alten Trabi oder sowas. Ja. Also, so 5 nebeneinander. So Fahrradreifen. Das ist so Reifen. Die werden dann mit besonderer Laufruhe beworben und langer Haltbarkeit. Ich nehme raus, das war nicht so gut. Also, naja, okay. Lukas, das ist nicht ganz die Ideallinie, oder? Hm? Das war gerade nicht ganz die Ideallinie. Was ist der andere Gebiet, was die anderen Style? Ein bisschen die Mauer mitnehmen. Ach so. Naja. Und ich glaube, der NSX zeigt die in das NSX, der die das NSX zeigt gerade, dass Topspeed und so weiter nicht alles ist. In Kurven geht's gut nach vorne, so wie es aussieht. Wo kommt eigentlich die Diskussion her, der die das NSX? Das NSX sind wir immer noch der Meinung. Ja, NSX. Wo rührt das her? Wieso nicht der? So, wenn, dann wäre es ja eh ganz klar die. Ja, wenn, dann die, ja. Warum?
besser. Ach so, ihr macht es nur am aha. Ich dachte, es gibt irgendeinen Grund, weil die auf Japanisch so und so heißt. Oder so. Ja, okay. Es ist nur phonetisch, ich verstehe. Wo kommst du jetzt her, Chucky? Warum, hä? Ich war hinter dir. Aber irgendwie war es jetzt langweilig. Ah, jetzt haben wir verbrennt. Das ist echt blöd, weil jetzt bin ich letzter. Irgendwer muss den Platz hier auch halten. Lukas kennt sich da aus. Ich opfer mich mal. Halt die Klappe. Du warst öfters dran schuld. Das ist gelogen. Ist das der Grund, warum die Kollisionen aus sind? Soll ich mal deine Mama fragen? Oh! Ich hoffe, ich krieg die vierte Runde noch zu Ende, weil bis jetzt habe ich keine schnelle Runde verpasst. Gleich. Das ist doof gelaufen, ich behaupte, oder? Das ist aber blöd. Von wegen dem, ich bin öfters dran. V12 Power. Ich was zu sagen. Also, ich sag mal so, wegen euch beiden machen wir noch ein Rennen mit Kollision, oder? Ja, das bitte, auf jeden Fall. Lukas, komm her. Du musst das doch reinziehen, dass mir letztes Mal das Heck weggehauen hat, der Arsch. Das war nicht mal ich. Kannst du mal die Folge angucken, du hast mich voll weggekickt. Ja, und wer hat Andi angeschoben aus Versehen? Aus Versehen, siehst du, du hast dich rausgeredet, alles cool. Aber trotzdem war es meine Schuld. Komm her, Duki. Echt, hau ab! Andi ist lustiger. Irgendwie gehen die da vorne ganz schön ab, Alter. Ich krieg zwar eine voll gute Kurve, aber irgendwie bin ich trotzdem nicht schnell. Verdammt, Mann. Ich krieg die Kurve überhaupt nicht gut. Hau ab! Das gibt's ja wohl nicht. Rundenzeit richtig. Guck mal, meine Rundenzeit, mit der wäre ich auf das 4, Alter. Oh, ich hab sogar die beste Rundenzeit hier morgen. Puh. Das ist krass. Also Rundenzeit bin ich kacke eigentlich. Nur es geht. Wird schlecht. Platzierung bin ich super. Boah, Rundenzeit ist ja. Also ich möchte bezweifeln, dass der Jaguar performance-technisch in die Sportwagenklasse gehört. Ich finde, das ist ein Coupé, ein Kombi. Ein Kombi. Im Kleid eines Coupés, ja. Ein Sportkombi. Der neue Sportkombi von Jaguar. Mit zwei Sitzen. Ich hab gerade ein Achievement bekommen. 25 Online-Veranstaltungen gemacht. Hallo, Lukas. Und ich könnte einen Ford GT Horizon Edition gewinnen. Ich habe jetzt gerade hier den R8 V10, also den alten R8, gewinnen kann und ganz knapp nicht tue. Falls die Frage aufkommt, wir haben uns, habe ich das am Anfang überhaupt gesagt, egal, ich sage es auf jeden Fall. Wir haben uns auf die moderneren Modelle geeinigt, deswegen ist da zum Beispiel der GTA Black Series nicht dabei oder Ferrari Italia oder was ich was alles. Wir werden uns bei diesen Duellen auf das aktuellste Modell, was wir so im Spiel haben, halt immer beschränken. Das wird der Ray aber gleich auch nochmal sagen, also von daher. Ja, das wird der Ray dann auch nochmal sagen. Nochmal später, wird das nochmal erleben. Wow. So, die scheiß Route geht weg. Wollt ihr ein Sprintrennen oder ein Straßenrennen? Hab ich schon mal Straßenrennen. Gefragt. Straßenrennen. Sprintrennen, bitte kein Straßenrennen, tu uns das nicht an. Kein Straßenrennen. Straßenrennen. Okay, Straßenrennen. Logisch vorweg, Checkpoints bei Straßenrennen sind asozial gesetzt in den Kurven, um genau zu sein. Und das Ziel auch. Nicht wahr, Lukas? Da habe ich auch schon mal vorbeigefahren, richtig? Mal ein gutes Wieso führen eigentlich alle Straßenrennen in Service Pages rein? Das Weil das vom Stil her Sinn ergibt. Ich will aber da lang. Frage beantwortet. Knowledge gedroppt. So, ich port mich da schon mal zu einem schnell hin. Ente mal kurz ein bisschen. Das ist ein großes Feld, geil. Ja, im Straßenrennen müssen wir ja eigentlich mit Kollisionen fahren, oder? Ja, natürlich. Ich muss irgendwie aufs Maul hauen können. Sonst habe ich ja gar keine Chance. Freund, du hast mich schon das zwei Checkpoints rausgeholt. Einen habe ich noch über. Ja, das glaube ich aber nicht. Alles klar. Dann können wir dann nachher noch ein Sprintrennen ohne Kollision machen. Ja, haut euch schön auf die Fresse und ich werde nicht letzter. Das finde ich ein guter Deal. Oh, mein Auto. Darauf wird es hinauslaufen wahrscheinlich. Leider war. Die finde ich gut. Eskaliert leider relativ schnell bei uns. Aber auch ist halt schon Horizon 3 irgendwie. Ja. Ja, weil jetzt ist so die Schüchternheit verflogen. Ja? Jetzt traut man sich auch mal. Du hast dich einfach verändert. Ich habe mich verändert. Ja. Bin ich abgehoben? Ja. Sorry. Ja. Nee, du bist abgeflogen. Du kannst nur wegen dir steht da der Blitzer am Flugfeld. Ja. Wegen mir steht eine Toilette am Flugfeld. So, während ihr lebt, möchte ich kurz auch nochmal was ansprechen. Und zwar wurde ich des Öfteren schon mal gefragt, wann denn endlich mal die Länderduelle oder die Magenduelle kommen. Genau. Die werden erst gar nicht. Kommen. Die werden gar nicht kommen, genau. Nein, die werden auch noch irgendwann kommen, aber die Klassenduelle, die wir hier machen, die zählen ja zur selben Kategorie, weil da werden ja auch dieselben Sachen eigentlich im Prinzip gemacht. Deswegen machen wir erstmal so
die meisten Klassenduellen, also die meisten Klassen werden, wollen wir erstmal so ein bisschen abfahren, ein bisschen abhaken. So haben wir das damals bei Horizon 2 auch gemacht. Ja, und es regnet ganz schön. Oh, wow. Wollte ich auch gerade sagen. Toll, und NSX gewinnt. 1A, bestes Vorteil. Rennen. Und ja, wir werden dann, wenn wir die meisten Klassenduelle dann so haben, werden wir dann so auf die Magenduelle und Länderduelle dann so wechseln, falls der eine oder andere die bis jetzt vermisst Andi hat. Ist nicht drin. Ich bin nicht im Rennen drin. Kommt die endlich? Wieso bist du nicht im Rennen drin? Okay, Neustart. Dasselbe Fehler wie letztes Mal, Schnellreise hat schon angedroht. Okay, Neustart, Rennen. Ach, ich bin letzter. Ich war gerade Zweiter, aber ist ein Ding. Solange du gerne hinten an die Start ist und eigentlich nicht rausschießt. Das wird passieren. Wir mögen uns. Oh, muss ich Veranstaltung verlassen wahrscheinlich, ne? Ja. Wäre ganz cool, ja. Oder du gewinnst jetzt einfach, wir kriegen alle 0 Punkte wegen Disqualifikation. Und du. Ja, ist doch super. Meine Folge ist damit gerettet. Ja. Yes. Ich möchte unbedingt, dass ich dir die Schürze verkokel. Ja, ich will eine neue von dir. So. Wart ihr immer noch drauf, bis irgendjemand sagt, oh fuck, jetzt habe ich das falsche Fahrzeug gewählt. Irgendwann passiert's. Und irgendwann ich war kurz auch, davor. Dass es hier selber passieren wird. Ja. Also ich habe auch schon den Spruch bereitgelegt dafür. Okay, super. Was kannst du eigentlich? Ja, oder wartest du, dass deine Mutter mal in der Folge zuschaut, damit sie stolz auf dich ist? Nee, den Spruch hat Marvin vorhin schon rausgehauen. Echt? Oh. Was? Einmal mit Amateuren. Jetzt schau nicht vor, ich sag, komm schon. Einmal mit Amateuren. Also ich find's gut. Ja, oh. Ja, du mich auch. Also Kollision ist an, das alles heißt aber nicht, ihr müsst jetzt für gern jemand raus und so. Ist das eigentlich der Werbespruch von My Dirty Hobby? Einmal mit Amateuren arbeiten? Alter, wie Steven abgeht. Warum beschleunigt der nicht? Sorry, Chucky, aber hier wird's gerade ein bisschen eng. Auto. Andi, Stoff. Toll, letzter. Danke, Andi. Alter, ich habe gerade 30 FPS, Entschuldigung. Wer? Das ist Maximalbelastung für einen PC jetzt. Ja. Hauptsache, da war gerade ein KI-Fahrzeug, was drehen vor mir war, aber es war vor mir und somit schneller als ich. Nein. Oh. Tschüss. Boah, ist die Kurve asozial. Tschüss. Oh, Aquaplaning des Todes. Au. Oh. Oh, ist ein schöner Baum, Andi. Der Erdnuss, der war dann auch. Ja. Das Problem. Toller Baum, Andi. Schöner Baum. Gute Maserung. Das rutscht ja nur das Fahrzeug. Fährt sich absolut scheiße. Ja, moin. Die Allrad-Fraktion da vorne freut sich einen Keks gerade. Allrad. Ja, und die Viper ist am GTR. Und der LFA. Ah, weg da! Oh, weg da! Viper wird uns auch ein bisschen vorgelassen. Oh. Hey, was denn? Hab ich jetzt den Checkpoint nicht bekommen? Ich hab bei mir gar nicht berührt. Ja, moin. Bei mir war gar nichts. Ein Herbert hat mich aufs Gras gedrückt, sodass ich mich weggedreht habe, deswegen. Hättest du dagegen halten können. Ja, dann hättest du rumgeheult. Aha. Mein Gott! Oh Gott, oh Gott. Das Gott. Ist. Nein, nein! Nein, 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 keine Wildkehr! Lange Dreieck drücken, was ist das ja, ne? Ja, hier, Y, ja. Oh nö! Ja, werd hier auch auf Umwegen. Hi, Viper. Hallo? Lässt du mich freiwillig vorbei? Nee, kannst du knicken. Offensichtlich nicht. Somit eine gute Platzierung vergeudet. Steve macht nochmal einen Fehler. Nein. Oh, nein! Bäume! Ah. Die Stimmung ist hier schon ein bisschen geil gerade. Ja. Gerade nach hinten raus, ey. Also achso, ihr seid schon. Und Regen passt irgendwie gar nicht. Ja, Regen ist für die meisten nicht so sexy. Ja, der Viper ist gut. Ja, ich würde auch behaupten, dritter Platz kann ich jetzt auch nicht mehr kommen. Gut, vormäßig haben sich gefühlt alle verabschiedet und irgendwie Checkpoints verpasst. Ja, ich bin halt auch voll in die Pampa gerutscht, ey. Andi, was hast du denn gemacht? Der hat einen Baum mitgenommen. Erstens habe ich einen Baum mitgenommen, zweitens. Ja gut, Checkpoint sage ich jetzt mal mehr oder weniger verpasst und drittens vor 12 und Regen reicht nicht so dran. Neo, hast du einen Checkpoint auch verpasst? Ich habe sogar 2 verpasst. Oh, ich hab's gesehen. Ja, ich bin irgendwie einmal gerade in der KI gelandet. So, bevor wir aber das Sprintrennen machen, würde ich sagen, legen wir mal noch den Preisvergleich rein. Bringen mal das Ganze wieder vielleicht ein bisschen durcheinander. Auch wenn. Ach, bitte, nee. Können wir den nicht auslassen? Ich finde den nicht so schön.
Och. Lukas, ganz ehrlich, ich finde den auch nicht so schön. Och. Wegen mir kann man ihn ruhig drin haben. Halt doch die Klappe mit deiner Weine. Ich hab auch ein Problem mit. Mit deinem Billig-Ami, ey. Und gerade weiter geworden. Plastikbomber. Normalerweise müssen wir den Spritverbrauch noch dazu nehmen, dann sieht's nicht mehr so geil aus. Nein, nein, also ich finde ja, gut muss nicht immer teuer sein. So. Bevor man das doch immer zwangsweise. So, gut. Dann würde ich sagen, wir machen es einfach auch wieder hier der Reihe nach und Andi. 240.000. Duki? 110.000. Ah, siehst du mal, kannst du zwei F-Type kaufen. Ja, siehst du, geschmeidig. Essen. Ja. So, dann der Schnäppchenjäger, der Lukas. 400.000. Was nochmal? 400.000. Was? Davon könntest du dir. Ja, 4 F-Type ist okay. Ja. Okay. Und so gesagt haben. So. Ja, dann Neo. 132.000. Wie viele LFA passen da? 3. Wie viele LFA? 1/4. Ja. Dann der Pro Game. 95.000. Ja. Da kriegst du den Motor vom LFA. Nicht mal. Den Knallmotor. Einsatzfelgen, ja. Eine Zylinderbank. So, dann der Steven. 170.000. Chucky. 157.000. Viper. 224.000. Ja, und der letzte, ich im Bunde, California Tee, ist natürlich ein Schnäppchen, wie man es von Ferrari kennt, mit 240.000. Boah, aber rum. Das ist gerade mal etwas mehr als ein halber LFA. Ja. Aber ich kann mir, aber man kann sich vom Preis vom LFA keine 2 California Tee kaufen. So. Seht ihr den Toyota Yaris, der hier vor dem Jaguar steht? Geld hat man die Wahl zwischen California Tee und Essen. So, dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch einfach jetzt gerade dieses Sprintrennen, was wir hier genau vor uns haben. Den Dschungel Speedway Sprint, das klingt doch super. Ich würde sagen, wir machen nochmal im Regen in der Nacht, oder? Ja, tolle Idee. Machen wir dafür. Super. Nicht Lukas Beckram darf gern. Der LFA hat da plötzlich aufgetrumpft. Danach möchte ich Riesenrad fahren, bitte. Aber okay. Wir wollten ja ohne Kollision machen, Ray. Ja, schnell, echt das Rad fertig ist, hat gefahren. Ja, also mit Kollision, sehr gut. Machen wir auch einen Sprintrennen mit doppelten Punkten? 10-fach Punkte, dachte ich. Für jede Kollision 5 Punkte Abzug. Oh Gott, nein. So, also das Ganze jetzt hier ohne Kollision. Lukas und Andi minus 10 Millionen Punkte. Teilweise so. Zum Zielort, echt jetzt? Ja, du warst einfach zu weit weg. Muss man dich jetzt herschippen. Ja, die 3 Meter. Ja. Ist aber, hallo. Aber ich bin echt mal gespannt auf die getunte Variante dieses Fahrzeugs. Ich bin echt mal gespannt, was man aus dem Fahrzeug nur so rauskitzeln kann. Kann ich dann einfach die ACR nehmen? Ist ja die getunte Variante. Sorry. Nee, kannst du nicht. Ja. Du darfst auch nicht über die Leistung der ACR gehen. Ja, das ist oh Gott, nein. Was. Oh, wieso weit? So weit hin? So, Andi. Wie war das mit den Kollisionen? Sind die an oder aus? Ja, leider aus. Leider auch. Wer weiß, wie das jetzt wieder aus. Ich meine, der GTR startet vorne, ist ja irgendwie logisch. Naja, typisch GTR halt, gemogelte. Ne? Die jetzt echt nochmal testen wollte, ob die wirklich aussehen. Oh Gott, der Arsch kommt, oder? Kommt. Nein! Nee, hab ich nicht. Boah, Glück gehabt. Ach. Müsst ihr so viel Qualm machen? Meine arme Framerate, ey. Ah! Extra nochmal durch den Dreck fahren hier, noch mehr Staub auf hier. Ja. Das ist taktisches Foul, ey. Ja. Wie viele Frames hast du, Duki? Jetzt gerade 55. Aber gut. Bei dem Spiel für die PC ist schon echt gut. Ja, spielst du auf deinem Toaster? Nein, auf meiner Kartoffel. Oh, weiß nicht, die Viper. Genau die Hardware hast du, die dir verlangen. Ja, aber ich habe selbst gehört, dass von Leuten mit 1070ern, 1080ern Grafikkarten, die kriegen auch keine Konstanten. Ich habe ja auch eine 1070er und das läuft wie scheiße. Ja, nee. Nein. Die Hardware hast, wie diese, also auf die optimiert haben, ja, das kann unter Umständen schlechtere Hardware sein. Mhm. Aber einfach halt auf der optimiert und auf der, die man sonst so hat, halt nicht, dann läuft es halt nicht. Ja. Das Problem. Jetzt halt einfach mal, bei mir wird halt die CPU einfach zu alt sein, dass es flüssig laufen kann. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe so 59, 60 im Schnitt.
Ja, wie gesagt, du hast halt dann die passende Hardware, auf die die optimiert haben und dann passt. Was hattest du gerade im Regenrennen? Weil da ist bei mir auf 30 runtergegangen, außer ich war in der Cockpit-Perspektive dann so 40, 45. 59, 60. Die bleibt bei mir konstant. Nice. Man muss aber sagen, er hat da natürlich Triple Titan X und ja gut, dann. Oder was hast du? Ich hab nur eine 480 drin, die überclockt ist. Ey, von der Grafikkarte her wäre es von mir auch kein Problem. Also irgendwas schießt er halt quer, was einfach nicht richtig läuft. Apropos Querschießen, dieser scheiß Jaguar. Ja, ja, ich bin gerade auch nicht mehr so begeistert. Hat mit einer Raubkatze nichts zu tun. Ich hätte scheiße, der LFA fährt so Päufer, Mann. Das Ding hat so viel Grip hier in der Kurve, das ist echt ekelhaft. Ja, weil der auf Dollarzeichen fährt. Alter, die Fresse. Ich kaufe mir halt meinen dritten Platz mit Geld. Ne? Ja, habe ich. Ja. Das erklärt's. Du hast zu viel Geld gespart. Siehst du, vierfach wie so. Zum großen Ende müssen wir natürlich wieder ein Grip-Rennen machen, oder? Wollen wir nicht gleich ein ganzes Geländerennen machen? Hä? Wollen wir nicht gleich direkt ein Geländerennen machen? Ein Geländerennen haben wir aber in Horizon 2 auch nie gemacht. Ach so. Und wir haben ja nichts anderes als Scramble. Unsere Scramble ist doch mal ganz nett. Das Cramp, nee, wir machen Grip, das heißt jetzt Grip, ja? Ja, im Englischen heißt es immer noch Scramble. Im englischen Spiel heißt es aber immer noch Scramble. Ja, die Rührei-Strecke halt. Für unsere alte Scramble. Wir hätten uns Deutsche ruhig mal Crap nennen können. Ja, wir haben halt unsere Crip-Strecke ja mal noch gar nicht gefunden, deswegen müssen wir jetzt random immer irgendeine nehmen. Aber dann auch eine Top Gear-Strecke. Aber es gibt irgendeine, die war echt ganz geil, die ich im letzten Mal gefahren bin. Das ist zweimal 2000 geworden, geil. Das war die, ja, die war gut. Die bin ich erst gefahren, die mache ich. Ich reise mal schnell dahin. Geht nämlich an der Strecke entlang, wo wir unser Drift-Dingens gemacht haben. Da geht die entlang. Oh je. Aber leider zu Lukas Bedauern bergauf. Alles wegen auch Leistung gewesen, Anliegen wie das letzte Mal. Ja, aber diesmal müssen wir ja auch nicht driften. Naja, ich habe auch so einen Dragstrip was anderes gesehen, Lukas. So, wir machen drei Runden. Mit viel Hubraum die Fresse aufzureißen, mein Drag-Rennen ist halt asozial, Alter. Also, Lukas, ich habe auf dem Drag-Race was anderes gesehen. Da machen wir. Wieder Topspeed, Lukas. Entschuldigung! Also, letztes Rennen für heute. Ein bisschen Fahrerflucht begehen hier. Ich sehe gerade, Duki möchte den Wert, den sein Wagen weniger wert ist als meiner, damit aufholen, dass andere Autos reinballert. Ich wollte ein bisschen Lack abkratzen. Genau, und ich wollte gerade sagen, ein bisschen den Wert steigern. Lack abkratzen, vielleicht genau. Kriegt man da eine Wertsteigerung hin. Aber das ist eine Macke dran. Ja, aber das ist Ferrari-Lack, das gibt 20.000 extra. Oh ja, okay, na dann. War der Ferrari nicht ein Jaguar? Was? Der Ferrari war doch ein Jaguar. Ich will auch ein Ferrari, aber von Mercedes. Wow. Ja, das sagt sich Viper auch jedes Mal. Oh, so eine Viper von AMG wäre schon geil. Ne? Mit dem Motor, wo ich reise, lädt im Übrigen schon wieder verdächtig lang. Ja. Ja, er lädt auch verdächtig lang. Aber ihr werdet halt auch alle geportet quer durch die ganze Welt. Mein Auto ist gerade rumgehüpft. Wir fliegen. Alter, der F-Type hat aber schon die bösesten Heckleuchten, die man so haben kann, ey. Bei dem geilsten Serienklang mitunter, was die Leute. Hat aber Scheißfest, muss ich sagen. Fällt mir gerade so wieder auf. Ja, deswegen wollte ich die schwarz machen erst, aber da habe ich gedacht, nee, komm. Serie. Andi fehlt wieder. Andi, irgendwas machst du falsch. Ja, der hat einfach, der reist halt einfach immer hier total billig und das dauert viel zu lang. Ist mal First Class. Und jetzt stehe ich auf 1. Andi, ich hasse dich. Toll, ich stand auf 2. Toll, Andi. Super gemacht, Andi. Andi, Glückwunsch, Andi. Bester Andi. Ich bin mir ziemlich sicher, würde Lukas lieber auf 2 starten, hätte es geklappt. Moin, Leute. Ja, Kollision anmachen, dann kann ich ihm das einzahlen. Ja, komm her. Und du stehst bergab, das ist scheiße. Ja, lass mal nicht spiegeln. Gut, Way. Ja, irgendwo muss ich ja durch. Danke. Eck, auch noch. So, Schnellreise. Der LFA einen Kopf kürzer gemacht. Mein Auto liegt gerade auf dem Dach fast. Der hat einfach einen Pedal hingelegt mit der Krone. Also mein erster hat das Doppel gemacht. Ich hab keine Ahnung, mein Auto hüpft die ganze Zeit gerade im Nasscreen rum. Hatte ich noch mal erwähnt, wie bugfrei der Forza Horizon 3 ist? Da sind sie doch alle. Da hättest du sagen, kauft man keine Fertig. Ach, ja, so ist besser. Lukas, hör das doch mal. Schieß Lukas ab. Ist mit Kollision oder ohne?
dreimal das überlegen, mit was ohne. Wir bei Scramble natürlich mit, ohne, mit, okay. Mit Ketchup. Grip! Buki ist aber auch gemobbt, oder? Alter. Ach, wenn ich schon als letzter starte, dann überhole mich wenigstens nicht so viele. Das Lustige ist, bei der Strecke geht's noch ins Wasser. Ja, toll, da habe ich als Katze ja überhaupt keine Chance. Ja, das ist richtig. Oh nein, und Kontrollpunkt jetzt. Oh. Ja. Super. Massen. Oh, Alter, ja, ich kann da halt nicht Vollgas geben, das haut mir das Heck weg. Vorne noch gebreitigt, ich hab mich in Leichtung. Was denn? Du hast mich voll weggeschubst. Ach, das sind die scheiß Hitboxen wieder hier. Das ist ja, ja, du bist voll nach links rübergezogen, ich übernehme hier. Sag mit so einem Grinsen nein. Im Gesicht irgendwie. Doch, ja, ich hab weißt du nicht. Das ist ja asozial, der Sprung ins Wasser. Oh, da dreht sich nur ein bisschen Abkühlung. Der GTR hat sich weggedreht. Hat ein bisschen Nachhilfe bekommen, was Drehen angeht. Ja, voll dreist und so. Mach doch gleich, ihr wollt mich mobben. Ach du Scheiße, boah. Der neue Club, ganz vorne. Ist hier überhaupt irgendwo groß? Ist, ja, also, ist mehr Offroad als Asphalt hier, ey. Boah. Finde es aber boah. Geil, das ist eine gute Mischung hier. Oh, nein, so verpasst. Ist aber doch ein Bossard dran gefahren, oder? Ja. Ist auch von den Checkpoints her ein bisschen anspruchsvoll. Beim ersten, ja, sind wir das mal gefahren, glaube ich, die Strecke. Ja, ich hatte einen Sechsfahrer Fähigkeitsstreak gerade. Also irgendwas habe ich richtig gemacht. Wow. Ich habe so dicke Reifen, ich habe auf der Straße so viel. Als wollte ich schon sagen, ich habe so dicke Eier, kommt jetzt. Jetzt muss endlich ja mal wieder haben. Eine Ladung abgeben. Okay, das willst du Kaffee, wenn wir hier hinten sind? Ja, komm, lass mal umdrehen und eine Kneipe suchen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Das Geile ist, Duki würde ich es zutrauen, aus irgendwelchen Gründen. Eine Kneipe zu finden in Forza Horizon, wa? Duki, der Alkoholiker. Oder so mitten im 24-Stunden-Rennen einfach mal. Ich will mitten im Leben. Der LFA müsste hier eigentlich voll verkacken, der ist schon viel zu flach für die Kacke. Boah, der Trick ist aber super. Merk schon. Oh, der LFA ist halt auch ein super ausbalanciertes. Aber ab da! Hey. Driftet da vor mir her und. Jemals hatten in der Sendung. Hält mich zum Narren. Ja, das Problem ist, nach vorne reicht es nicht mehr. Nein, warum fängt der jetzt an zu driften hier? Oh, ist noch und die Viper sind halt auch eine Macht. Die Viper ist auch gut, also da kann man... Die hat halt im Motor wie ich nur mehr Hubraum halt. Also irgendwo muss ich hin, ne? Es ist auch gut ausbalanciert. Ja, also man kann also in den Forza-Spielen kann man der Viper nichts Schlechtes abgewinnen. Wie es in der Realität aussieht, kann ich natürlich nicht beantworten. Boah, ich muss einen Checkpoint-Viper. Hey Chucky, links ist ein Vogel. Such den. Au. Boah, ja, wie knapp das ist! Du Fatze! Oh, du bist eine Fatze! Du bist eine Hupe! Yes, Alter, bleib! Das war aber nicht extra. Ich war einfach nicht mehr. Hat jetzt die oder der Viper gewonnen? Nein! Du bist eine Hupe! Wie soll ich das noch davor? Wie hat das reingemogen? Ihr habt mich vom Baum geschoben! Ich konnte nichts machen. Ihr seid doch parallel durch die Kurven alle geballert, Alter. Oh, ich hasse dich, Viper. Da kommt die Allradschlampe. Oh. Dritter, zwei, also die Ergebnisse mit dem LFA nach dem letzten Special. Ich schaff's nicht mal bis ins Ziel! Nein! Oh, es ist schlecht. Ja, wie immer gilt halt natürlich bei diesen Vergleichen. Ja, es ist halt natürlich immer sehr viel Zufall dabei. Erstens, Fahrer sind immer unterschiedlich drauf, ja, immer Tagesform. Plötzlich wieder Bäume kurz vor Zielen. Eure Level sind ja auch viel höher, ist ja klar, dass ihr schneller seid. Nein, es soll ja irgendwo auch noch so ein Spaßvergleich sein. Außerdem kann man bei so einem Spiel sowieso nicht richtig vergleichen. Da macht natürlich viel mehr Sinn, in Assetto Corsa vielleicht so einen Vergleich zu ziehen. Und deswegen empfehle ich euch morgen um Cross-Werbung. Nein. Ja, morgen 12 Uhr auf dem Kanal von Abgefahren. Hey, mit Amateuren. LP05 und bei uns auf Pixelhelden. Was, vielleicht mal reinzuschalten. Ja. Wow. Was könnte da kommen? Man weiß es. Oh mein Gott. Also, das ist ich ja weiß es. Es ist nicht Forza Horizon 3. Nee, eigentlich hab ich ja schon gesagt, also egal. Was soll ich weiß, viel? Sherlock.
Gut, an dieser Stelle würde ich aber sagen, wir sind raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war's mit den Sportwagen. Ja, irgendwann wird es die dann nochmal geben, nur als getunte Variante. Dann sehen wir vielleicht diesen California Tee mit als TT. Also das ist eigentlich schon Twitter. Eigentlich müsste er ja TT heißen dann, ne? Vielleicht dann auch BT, oder? BT, Biturbo. Oh. Ja, oder also, TT Triturbo? Trinturbo. Tanga. Wir werden auf jeden Fall die Fahrzeuge nochmal in der getunten Variante sehen. Das schauen wir mal, was man denn aus diesen Fahrzeugen so rauskitzeln kann. Tasmanien. Genauso wird es dann natürlich auch die Supersportwagen und so weiter geben. Aber das wisst ihr ja bereits schon. Gut, wir sind raus. Ich bedanke mich für alle, die mitgemacht haben. Ich bedanke mich vor allem auch bei Duki, dass er mal dabei war. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke. Sehr witzig mal, das aus der Innenperspektive mitzuerleben. Innen drin, statt nur dabei. Ja. So planlos, wie ich da noch bin. So, bevor es zu pervers wird, würde ich sagen, wir sind raus, vielen Dank fürs Einschalten. Das machen wir ohne Aufnahme. Alle selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sind raus. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.